Name ist Güldü Hoyladi, ich bin Architektin und arbeite bei der Bremer Projektentwicklung als technische Projektentwicklerin. Meine Aufgabe ist die technische Projektleitung im Sinne der Bauherrenvertretung. Das heißt, ich bin diejenige, die die Grundstücke vorab in technischer Hinsicht prüft, den Bauantrag und die einzelnen Fachingenieure und Gutachter steuert. Ich bin die erste Ansprechpartnerin für den GU, für die Fachämter und auch in technischer Hinsicht für den Mieter. Den Mieter begleite ich während der gesamten Baumaßnahme bis hin zur Übergabe. Wie es der Name bereits erwähnt, ist die Bremer Projektentwicklung eine 100%ige Tochter der Bremer AG. Die Bremer Projektentwicklung beschäftigt sich in erster Linie mit der Revitalisierung und mit der Umstrukturierung von vorgenutzten Grundstücken. Die Teilgebiete wie Grundstückssuche und Erwerb, Schaffung von Baurecht und Schaffung von Nutzungskonzepten bis hin zur Koordination von Baustellen und den Projekten über die Investorensuche gehören zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Wir befinden uns aktuell in Brenz in der Nähe von der A24 bei Schwerin auf einem ca. 16.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Grundstück haben wir Anfang letzten Jahres für einen symbolischen Euro erworben und für das Vielfache des Grundstückswertes saniert. Als wir das Grundstück das erste Mal besichtigt haben, standen wir vor zwei großen Herausforderungen. Zum einen gab es hier auf dem Grundstück seit der Wende über 5000 Tonnen an Altreifen und zudem gab es hohe Naturschutzauflagen. Bevor wir überhaupt mit der Baureifmachung starten konnten, musste ein Konzept erstellt werden, worin haargenau beschrieben wurde, wie die Reifenentsorgung und das Einfangen und Umsiedeln der Tiere zu erfolgen hatte. Da wir jedoch zu dem Zeitpunkt einen abgeschlossenen Mietvertrag und damit einhergehend einen Terminplan hatten, hatten wir im Frühjahr nur 3 Monate Zeit, das Grundstück aufzuräumen und an den GU zu übergeben. Auf den ersten Blick hört sich das recht auskömmlich an, allerdings war die Krux dabei, dass wir nicht durchgehend arbeiten konnten, aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Temperierung. Denn nur bei geeigneter Witterung, bei geeigneter Temperierung durften die Reifen entsorgt und die Tiere eingesammelt werden, um denen keinen Schaden hinzuzufügen. Am Ende des Tages hat man die vermutete geschützte Zahneidechse nicht gefunden, aber dafür über 40 Waldeidechsen einfangen und umsiedeln können. Die Paketzustellbasis, die hier für UPS errichtet wird, hat eine Hallenfläche von rund 4.800 Quadratmetern und eine Bürofläche auf 2 Ebenen von 500 Quadratmetern. Aufgrund des BEG EG 40 Standards erhält das Objekt eine PV-Anlage mit einer Nennleistung von 600 kW Peak. Aufgrund dessen ist hinterher der Mieter imstande, seine gesamte Flotte mit 60 Fahrzeugen in der Halle elektrisch zu beladen. Das Projekt wird Ende Mai fertiggestellt, worin hier in den nächsten 3 Jahren 160 feste Arbeitsplätze entstehen werden.